Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei MXGP und es geht weiter in Uddevalla in Schweden. Ja, die Saison, die läuft richtig gut. Wir können einmal ganz kurz schauen beim Punktestand. Ja, wir sind derzeit deutlich vorne, 61 Punkte Vorsprung vor Antonio Cairoli. Ja, und auch der Maximilian Nagel, unser deutscher Teamkollege, ist im Aufwind. Der macht auch gute Punkte derzeit und kann sich sogar noch locker bis auf Platz 7 vorarbeiten, aber danach ist dann wahrscheinlich auch Feierabend. Ja, wir können hier ganz entspannt in die nächsten Rennen gehen, denn man kann ja nur maximal 50 Punkte pro Rennen machen, also pro Rennwochenende in den beiden Rennen, und von daher haben wir da schon einen guten Vorsprung. Ich würde sagen, wir machen jetzt direkt weiter mit dem nächsten Rennen hier in Schweden und fangen da an mit Training und Qualifying. Morgen und übermorgen gibt es dann die jeweiligen Rennen dazu. Ja, das Gewinnspiel läuft ja auch noch. Ihr könnt dieses Spiel ja für den PC gewinnen. Was müsst ihr machen? Einfach auf den Link Gewinnspiel in der Videobeschreibung gehen. Dann kommt ihr zu Part 1 des Let's Plays. Dort könnt ihr ganz einfach mit einem Daumen hoch und einem Kommentar am Gewinnspiel teilnehmen. Und der Gewinner wird dann nach dem Let's Play ausgelost und bekommt das Spiel für den PC kostenlos zugeschickt in Form. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Keys gibt es auch. Ich glaube, für Steam dann einfach werdet ihr dann sehen. So, dann wollen wir auch direkt mal zur Strecke wechseln. Und dann bin ich mal gespannt, wie wir uns hier schlagen werden. Uiuiui. Alter, was ist denn jetzt hiermit los? So, ich muss mich erstmal so ein kleines bisschen zurechtfinden. So, das wird auf jeden Fall schon mal keine Topzeit. Wir wollen eigentlich hier erstmal nur am Anfang, ach du je, das war diese Stelle, uns so ein bisschen wieder mit der Strecke vertraut machen. Und das hier war schon mal eine Kurve, in der wir besser ein bisschen abbremsen. Also, das müssen wir uns merken. Nach Start-Ziel nicht zu schnell. Ansonsten können wir da eigentlich nicht landen, weil wir dann mit zu viel Tempo in die Kurve so reinfliegen. Hier ist es wichtig, dass man diese kleinen Hügel richtig erwischt. Und auch hier ist es wohl besser, außen zu fahren. Also die Strecke ist schon ein bisschen schwerer. Auch hier müssen wir eigentlich dann vorsichtig fahren. Also das sind alles so Punkte, die wir uns dann merken müssen. Ah ja, hier auch. Also finde ich immer schade, wenn man da immer abbremsen muss, damit man überhaupt die Kurven kriegt. Aber gut, was soll's. So, hier wird es auch wieder so sein. Da habe ich jetzt extra mal Gas weggelassen. Ja, und hier muss man aufpassen. Ist nicht ganz so dramatisch, wenn man hier rausfährt, aber das kostet halt trotzdem ein bisschen Zeit. So, hier natürlich ist der Sprung auf die Landezone wieder viel zu kurz. So, dann wollen wir mal sagen, geht's mal los in die erste richtige Runde von uns. Jetzt, wo wir hier so ein paar Stellen kennen. So, und hier ist nämlich gleich die erste Stelle, wo man wirklich vorsichtig sein muss. Also da war ich jetzt nicht nur mit Gas wegnehmen, sondern auch auf der Bremse und trotzdem fast zu weit. Da muss man einfach so ein bisschen auf die Karte schauen. Wie sieht es aus bei den Sprüngen? Hat man da viel Platz oder eher weniger? Ja, nicht ganz optimal hier gefahren. Aber war jetzt auch keine Katastrophe. Ja, eine gute Sekunde Rückstand nach 45 Sekunden. Oh je, das war wieder fast zu weit. Aber da konnte ich gerade noch bremsen. So, aber ansonsten so die zweite Hälfte der Runde sieht hier richtig gut aus. Da haben wir auch aufgeholt. Nur noch
0,6 Zehntel Rückstand. Das ist ja auch nur Training. Das würde mir ja sogar schon reichen. Ja, die zweite Hälfte des Rennens, die war wirklich der Runde, die war wirklich super. Und letztendlich sind wir 1,4 Sekunden hinten. Aber das geht ja eigentlich noch. Das ist jetzt gutes Mittelfeld. Mal gucken, ob es dann am Ende immer noch so bleiben wird. Wir gehen mal zurück zur Box. Und dann lassen wir nämlich mal ein bisschen die Zeit laufen. Achter Platz, 9. Gute 2 Sekunden Rückstand, ja. Der Maximilian Nagel ist hier sehr gut unterwegs gewesen. Und wir sind letztendlich 12. Aber das ist ja auch nur Training. Jetzt wird es erst halbwegs ernst mit dem Qualifying. Auch da startet man ja quasi ja mit allen Fahrern aus einer Reihe. Es ist nicht ganz so wichtig, wie jetzt in der Formel 1 hier vorne zu sein. Aber ja, schadet natürlich nicht, ne? So, dann geht's los mit dem Qualifying. Und da wollen wir natürlich direkt einsteigen. So, wir lassen hier den vorherigen Fahrer mal so ein bisschen fahren, sodass er ein kleines bisschen Vorsprung hat, so eine gute Sekunde. Und wenn wir den einholen, sind wir gut. So, bisher bis hierhin eigentlich alles okay. Hier waren wir jetzt ein bisschen langsamer, aber ansonsten sieht das ganz gut aus. Noch keine groben Schnitzer, die wir hier hatten. Ja, hier kann man auch nicht viele Scrubs machen. Also hin und wieder kann man das mal machen, aber ich konzentriere mich hier lieber so ein bisschen auf die Strecke. Oh, der war schon ein bisschen zu weit. So, nach der ersten Zeitmessung, ja, gute Frage, und das ist der Sturz. Mist. Also, eine kleine Unaufmerksamkeit und zack, schon liegt man hier. Dann fahren wir den Rest natürlich nochmal eben kurz zu Ende. Die Runde ist ja fast rum. Ja, das ist natürlich schade. So, 2,5 Sekunden. Na, das ist jetzt keine große Tragödie. Das ging noch. Aber es geht natürlich noch deutlich schneller. Eieieiei, auch hier. Ja, weiß ich nicht, ob wir hier nicht ein bisschen Zeit verloren haben. Hier wieder ein bisschen weit. 0,8 Sekunden. Jetzt haben wir hier immerhin Zwischenzeiten. Oh shit. Ja, da haben wir Glück gehabt, dass da so eine Schräge ist. Das war jetzt vielleicht gar nicht so verkehrt. Sekunden noch, aber das wird natürlich noch schneller werden. Also das ist jetzt noch nicht der letzte Stand. Aber jetzt haben wir eigentlich ein gutes Tempo. Und zack, über die Linie. 0,6 Sekunden Rückstand.
So, das war okay. Wäre natürlich super, wenn wir gar nicht erst in Rückstand geraten und dem nicht immer hinterherfahren müssen, sondern wenn wir hier direkt auch mal am Anfang dann eine leichte Führung haben könnten. So, bis hierhin sieht es wieder sehr gut aus. Oh, 1,5 Sekunden Vorsprung, oh ja. Und er ist weit. Aber das ging noch. Oh, auf der letzten Rille, aber das hat noch gepasst. Also, das sieht gut aus. Wenn wir jetzt hier keinen Fehler mehr machen, 1,3 Sekunden, auch hier noch Vorsprung. Leicht geschmolzen. Oh nein. Scheiße. Und dann doch noch der Fehler. Und auch das hier ist nicht gerade sehr förderlich für eine gute Zeit. Oh Mann, 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 Mann. Mal gucken, ob wir da noch trotzdem noch ein bisschen Vorsprung. Ah, Vorsprung nicht, aber vielleicht ein bisschen was ins Ziel retten können. Nein. Ach Mensch, ist das ärgerlich. Schade. Das ist jetzt schade. So, hier können wir uns schon mal angucken. Da startet man ja. Und dann die erste Kurve ist direkt eine ziemlich scharfe Linkskurve. Ah, ärgerlich. Okay, gehen wir mal wieder in die Box. Da vorne wäre es auch so gewesen. Und dann spulen wir mal ein bisschen. Also, wir können es besser, das wissen wir. Mal gucken, wenn wir hier unter der ersten Hälfte landen, dann reicht mir das auch. Sechster Platz, das ist schon ordentlich. Ja, lassen wir das mal so gut sein. Siebter Platz, achter Platz. Okay, Maximilian Nagel hier auch mit einer guten Zeit. Da bin ich mal gespannt, ob der hier auch ein gutes Ergebnis erzielen wird. Und ja, nächste Folge geht es dann weiter mit Rennen Nummer 1. Ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich natürlich über jeden Daumen hoch. Bis dann.